Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes basieren auf den Daten eines globalen Mess- und Beobachtungsnetzes. Überall wird ständig gemessen. Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur und vieles mehr. Weltweit gibt es mehr als 11.000 offizielle Bodenstationen. Da 70% der Erde mit Wasser bedeckt sind, hat das Messnetz dennoch große Lücken. Deshalb senden Wetterbojen, Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge zusätzliche Daten. Rund um den Globus steigen jeden Tag 1.400 Wetterballons in die Atmosphäre auf. Hinzu kommen die Daten von mehr als einem Dutzend Wettersatelliten.